Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stallgeflüster, heute in großer Runde. Außerdem sind nämlich dabei die Alicia Snowdaughter, der Fabi und die Jenny Seerock. Hallöchen. Hi. Verdammt, ich weiß nur, wie das geht. Ja, das ist, du musst einfach komische und unbegreifliche Gesten machen, das spiegelt perfekt deinen Charakter wieder. Genau. Apropos unbegreifliche und komische Gesten. Ach, das ist jetzt irgendwie eine blöde Überleitung zum Thema gewesen. Aber egal, wir sind häufiger gefragt worden, ob wir nicht mal über das Thema Hacker reden können. Deswegen nehmen wir uns dem Ganzen mal an heute. Diese Überleitung verstehe ich überhaupt nicht. Naja, komisch und merkwürdig und überhaupt. Das war... Ja. Das war halt das beschreibt eine, eher die Überleitung. Ja, das war also. So ein bisschen die Überleitung. Das war der Hintergedanke. Ah, ja. Oh Mann. Ja, wir machen jetzt ein bisschen Rennen und ich habe mich jetzt speziell dazu entschlossen, dieses Thema auszuwählen, da jetzt ganz, ganz viele in den letzten Streams sich beschwert haben, dass sie Probleme gehabt haben mit ihrem Account und da ja auch schon so viele Gerüchte in den letzten Monaten umhergingen, von wegen Justin Moorland, Konrad Maas, den... Ich war ja angeblich auch ein Hacker oder bin ein Hacker, wo ich auch nur wieder drüber lächeln kann. Ja. In letzter Zeit habe ich es auch vermehrt, also es kann sein, dass es in letzter Zeit auch durch die Preiserhöhung vermehrt im Umlauf war, aber ich habe das Gefühl, dass es entweder in letzter Zeit häufiger ist oder mehr Leute sich trauen, es zu sagen oder es überhaupt sagen. Also in letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr Resonanz in diesem Bereich bekommen. Inwiefern Resonanz? Dass mehr Leute sagen, dass ihnen sowas in der Art passiert ist. Also, dass ihnen entweder gehackt worden oder dass sie zumindest irgendwie Probleme hatten auf das Spiel bezogen. Dass ihnen halt Sachen fehlen oder sowas in der Art. Mhm. Ich glaube aber, dass es eher daran liegt, dass die Leute ein bisschen aktiver geworden sind, gerade als es die Problematik durch die Starcoins sagen, dass sie generell so ihrem Unmut etwas Luft gemacht haben. Dass da ja vielleicht ein bisschen mehr einfach gesagt wurde. Kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich würde sagen, das ist so ein dauerhaftes Thema in SSO und abgesehen von Konrad Maaßen und Justin Moorland ist das immer so gleichbleibend. Da gibt es dann immer ein paar Personen, die dann sagen, ja, ich wurde gehackt und der ist es oder ähnliches, mir fehlen Sachen oder typisch ist ja auch die Aussage, ich habe den Server gewechselt, auf einmal hatte ich dann keine Pferde mehr oder sonstiges und der Support antwortet mir nicht, das ist... Ich spiele jetzt SSO seit fast 4 Jahren und es ist gleichbleibend. Okay. So. Zumindest auf dem ersten Server. Was man ja auch wirklich ganz klar sagen muss, was man nicht verwechseln darf, ist Hacken und Einloggen aufgrund von weitergegebenen Account-Daten. Weil das, genau, das ist, kommt ja auch relativ häufig vor. Dass man dann vielleicht der vermeintlich besten Freundin die Accountdaten weitergegeben hat im Vertrauen. Die war entweder gar nicht die beste Freundin und dann man hat sich zerstritten. Und dann kommt das als Racheakt. Das ist dann natürlich kein Hacken. Unter Hacken versteht man eigentlich wirklich im Allgemeinen, dass jemand sich unautorisiert an die Accountdaten dran macht, den Account eben unerlaubterweise betritt. Da gibt es, oh Gott, ich glaube, da gibt es verschiedene Tools zu. Ich weiß es nicht wirklich. Ja, also, es kommt immer drauf an. Das ist natürlich ist SSO ein verhältnismäßig geringeres Ziel, weil man kann nicht wirklich was Lukratives rausziehen. Ja. Also jetzt zumindest für sich selber nicht. Man kann ja weder Sachen transferieren auf seinen eigenen Account, noch kann man damit irgendwie Geld verdienen, indem man sich auf einen anderen Account einloggt. Deswegen ist es eigentlich ein sehr, sehr... Naja, ich will nicht sagen, dass es nicht passiert an sich, aber eigentlich ist es für einen Hacker eigentlich ein sehr, sehr dämliches Unterfangen, es überhaupt zu tun, da er keinen Nutzen daraus ziehen kann. Und von daher kann man natürlich, wenn man falsche Links anklickt, seine Daten preisgeben. Das gibt es natürlich aber auch nicht nur in Bezug auf SSO. Achtet wirklich immer darauf, was ihr anklickt, wo ihr es anklickt. Es gibt genügend Sachen, die sehr, sehr gut schon Kopien von hier glaubhaften Links machen. Also muss man wirklich genau aufpassen, was dann teilweise auch in den Endungen drin steht. Das ist halt, was einem komisch vorkommt, lieber erstmal ein bisschen nachfragen. Und
Von daher kann es einem nämlich leicht passieren, dass man dadurch eben Daten, die eigentlich privat sind, dadurch preisgibt. Wobei ich immer noch behaupte, dass es bei SSO eher, glaube ich, der andere Fall sein dürfte. Mach ruhig, Dina. Ach, nennst du mich jetzt Dina? Sind wir jetzt schon so? Ja, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe gerade dich so noch gesehen und dann... Sorry. Schön. Es ist spät. Es ist spät, genau. Was ich fragwürdig finde dann trotz allem, ist dann natürlich auch die Aussage, wo jetzt neulich jemand meinte, sie hat darauf eine Antwort bekommen vom Support tatsächlich, auf ihre Meldung, sie wäre gehackt worden, wo der Support dann geschrieben hat, dass Star Stable unhackbar wäre. Das lasse ich einfach mal so dahingestellt. Also grundsätzlich ist alles zu hacken. Ja. Ne? Also selbst die NASA und alles kann gehackt werden und dann kann auch SSO gehackt werden. Ne? Das ist ja nicht so wichtig wie die NASA. Meinst du nicht eher die NSA? Oh ja, meine ich, Entschuldigung. Ich glaub auch, dass die NASA also, sehr, sehr... Entschuldigung. Ich glaube auch, ja, dass die NSA... Was ein Fehler am Arsch. Nee, wir haben kurz nach zwei morgens. Ich glaube, dass auch die sehr, sehr schwer zu hacken sein dürfte. Die hat ja auch eine ganze Menge Sicherheitsvorkehrungen. Aber ich dachte mir schon, dass du dann eher das ja, eine meinst. Ja, sorry. jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ich denke, dass SSO nicht solche Sicherheitsvorkehrungen hat, wie halt NASA oder die NSA oder sonst wer. Und das Ding ist ja auch, wenn ein Hacker versucht, sich in einen Account reinzuhacken, dass er immer Gefahr läuft, dass er erwischt wird. Und sowas ist ja auch, wenn das wirklich geschieht, können die natürlich strafrechtlich dafür verfolgt werden. Und hohe Geldstrafen sind natürlich dann, könnten dabei rauskommen oder sogar Gefängnisstrafen. Mhm. Und deswegen glaube ich, auch wie der Fabi schon gesagt hat, einfach nicht, dass es wirklich Hacker in SSO gibt. Aufgrund dessen, dass man einfach nichts an SSO gewinnen kann. Weil man kann ein paar Mädchenherzen hier zerstören, wenn die Pferde verkauft werden oder aber wenn man irgendwelche Sachen verkauft. Ich sage auch grundsätzlich, es gibt keine Hacker in SSO. Ich hatte damals mal ein Video darüber gemacht. Ich habe da in diesem Video drauf also dazu aufgerufen, dass wenn es Hacker in SSO gäbe, dass die doch meinen geliebten Big Brother löschen sollen. Und das ist nie geschehen. Und deswegen bin ich immer noch davon überzeugt, dass es einfach keine Hacker gibt. Es ist immer Eigenverschuldung, wenn man, wenn die Pferde weg sind und so weiter, weil es dann einfach ein Rachefeldzug ist. Und ich habe dann auch kein Mitleid mit diesen Menschen, weil... Ich weiß nicht, ich bin so ein Mensch, das hatte ich auch letztens noch mit einem Club besprochen... Da ist auch jemand in meinem Alter, wo ich gesagt habe, okay, das tut mir natürlich leid, dass deine Pferde weg sind, aber ich selber glaube da einfach nicht dran. Ich werde auch so lange nicht dran glauben, bis mein Account wirklich mal gehackt wird, in Anführungsstrichen. Ich kann mir das einfach vorher nicht vorstellen, dass Hacker daran Interesse hätten, irgendeinen Pony-Account, ganz böse gesagt, zu hacken und ein paar Pferde zu löschen. Das ist schwachsinnig. Ja. Ich denke einfach, SSO wird sicherlich irgendwelche Sicherheitssachen mit eingespielt haben, dass es Hacken nicht unmöglich, aber schwierig wird. Und dann in Hinsicht darauf hin, dass es einfach nicht lukrativ für jemanden ist, einfach nur irgendwelche Daten zu löschen und überhaupt nichts davon zu haben, ist es sehr unwahrscheinlich und unrealistisch, dass sich jemand die Arbeit dafür macht. Genau. Also ich glaube nicht, dass das System von SSO wirklich großartig sicher ist. Also man merkt teilweise, dass der Launcher alleine selber sich bei dir so, er versucht sich selber bei dir auf die Registrierung und sowas zuzugreifen. Also im Endeffekt kann man darüber sehr, sehr leicht wahrscheinlich ins System kommen, wenn man das wollen würde. Ich kenne mich damit nicht besonders gut aus. aber ich glaube... ehrlich gesagt nicht daran. Ich sehe es eher wirklich, dass der Schutzmechanismus von SSO eigentlich der ist, dass es völlig unlukrativ ist. Das vielleicht auch mal ein bisschen zu verdeutlichen, kann man da als Beispiel auch ganz gut als eines der größten MMOs World of Warcraft nehmen. Da ist es zum Beispiel so, dass die Hauptwährung oder die einzige Währung in dem Spiel ja Gold ist. Und das kann man auch über diverse Seiten online für Echtgeld kaufen. Was natürlich eigentlich auch nicht gewollt ist von den Publishern, aber es gibt eben die Möglichkeit. Und dementsprechend ist es da dann natürlich interessant für die Leute, die
solche Seiten oder von solchen Seiten beauftragt werden, sich in die Accounts reinzuhacken, weil man da ganz einfach in die großen Mengen an Gold transferieren kann, ohne etwas dafür machen zu müssen und das dann eben zum freien Verkauf zur Verfügung hat. Das ist doch so das geringste Minimum, was für einen Hacker lukrativ ist, wäre der Kanal zu Werbezwecken, dass man dann den Kanal hackt, um ihn danach selber zu nutzen, um wiederum die Möglichkeit, sich selber zu bieten, anderen Leuten etwas anzubieten. Und diese Möglichkeit ist ja in Star Stable auch nicht gegeben. Ansonsten würde dann quasi euer Account in der Gegend rumlaufen und sagen, hey, kauf doch mal bei mir Starcoins als Beispiel. Das wäre das andere, was an manchen von manchen Hackern betrieben wird. Ja, auch nicht möglich. Oh. Ich denke auch, es wird einfach wirklich keine Hacker geben, bis man wirklich irgendwie Jorvik-schillige Starcoins irgendwie sowas transferieren könnte. Genau. Dann wäre das natürlich was Interessantes für Hacker wieder, weil dann könnten sie natürlich sagen, gut, die geben schön Geld aus, die Eltern und die Leute, die sich selber Starcoins kaufen. Wir sammeln das auf einem Account und dann verkaufen wir das dann wieder. Ne? Das ist ja dann das gibt es ja auch anderes, in anderen Spielen und sowas. Dann glaube ich auch, dass sich wirklich dafür Hacker interessieren könnten. Ja, und wenn das System wirklich anfällig wäre, dann sogar extrem dafür, bis die Lücke, man sieht ja ganz stark, wie oft es in anderen Spielen ausgenutzt wird, solange eine Lücke besteht, da wird dann teilweise das richtig, richtig krass genutzt, bis es gar nicht mehr geht, also wirklich bis zur Erschöpfung. Wenn man nochmal dieses Spiel World of Warcraft eben nimmt, wenn sie dort eine Lücke gefunden haben, dann wurde das teilweise auf die absolute Spitze dann getrieben, bis es halt dann wirklich dadurch teilweise aufgefallen ist. Ja. Und gerade bei Star Stable, wenn man dann die Möglichkeit hätte, sofort auf das Echtgeld eben zurückzugreifen von anderen Leuten, dann glaube ich, würde das extrem schnell die Runde machen. Das würde auch sehr stark auffallen, weil das dann nicht nur bei einem Einzelfall bleiben würde, sondern so lange getrieben würde, bis sie halt dann wirklich es auf eine Spitze getrieben hätten, dass es dann eben auch auffallen würde von der Menge her. Ja. Ich möchte auch noch kurz erwähnen, ich hatte auch mal einen Kommentar, als ich sowas auch thematisiert hatte, wo dann drin stand, dass die Hacker das machen würden, um an die Bankdaten zu kommen von den Eltern, von der Kreditkarte oder vom PayPal-Konto und so weiter. Das ist auch absoluter Schwachsinn. Das werden einige von euch nicht wissen, aufgrund dessen, dass ihr noch unter 18 seid. PayPal kann man grundsätzlich erst ab 18 haben und ihr müsst eine E-Mail-Adresse und ein Passwort eingeben. Das heißt, nur weil ihr die SSO-Account-Daten habt, könnt ihr dann immer noch nicht auf das PayPal-Konto von euren Eltern zugreifen oder so. Oh, ja. Also da hatte ich auch jemanden, der da gesagt hat, doch, die Daten wurden auf jeden Fall von meinen Eltern geklaut. Das geht einfach nicht, da kann man nichts abziehen, wenn man das Passwort nicht hat, weil da muss man erstmal das Passwort wieder knacken, ne? Ja, das stimmt. Also die Zahlungen müssen immer bestätigt werden, zusätzlich nochmal. Also das ist zwar, natürlich, wenn man ähnliche Daten hat, dann kann man sagen, okay, wenn man das eine rausbekommt und es ist genau dasselbe, dann könnte man das theoretisch natürlich sagen, dadurch, aber okay, das wäre dann auch, wie man schon vorhin gesagt hatten, wäre das dann wirklich Eigenverschulden, wenn man das dann so ähnlich oder so einfach macht. Aber das hat dann auch wirklich nichts mit dem Hacken an sich zu tun, weil das Hacken ja quasi ein über das Herausfinden über Tools der Passwörter ist. Man muss ja auf die SSO-Server dann zugreifen. Genau. Man kann das ja nicht, es ist ja auch nicht, dass man auf dem Computer selber nach irgendwelchen Daten forscht, das bringt einem ja nichts, weil der Account ist ja nicht auf dem Computer bei einem zu Hause gespeichert, sondern all die Daten sind ja irgendwo in Schweden oder wer weiß, wo die ihre Server stehen haben, gespeichert. Und wenn man nämlich über euren Rechner auf die SSO-Daten, also die SSO-Daten hacken würde, dann muss man mal so ehrlich sein, dann würde es lukrativere Ziele geben als die SSO-Daten, weil wenn sie nämlich ein Tool bei euch installieren würden, was eure SSO-Daten auslesen würde, dann gäbe es eben genau wie PayPal als Beispiel ein deutlich lukrativeres Ziel, weil wenn man die Wahl hätte, man bekommt an eure kompletten Bankdaten über PayPal ran oder man würde eure Pferde löschen, dann muss man da mal so ehrlich sein, dass das eine deutlich interessanter wäre, weil das eine ist ein rein zerstörerisches Ziel und das andere würde einem jede Menge Geld bringen, weil man dann bis ans Limit von PayPal einfach mal direkt sich Geld abbuchen könnte. Ja. Was mich natürlich auch mal interessieren würde,
Es sind ja ganz viele, die dann auch schreiben, dass ihnen der Support dann eben antwortet, dass sie nichts wiederherstellen. Ich frage mich, ob das der Support macht, weil sie dann sagen oder sehen, dass es eben kein Hackerangriff in dem Sinne war, sondern wirklich einfach nur ein normales Einloggen. Oder ob sie grundsätzlich sagen, ja, nee, wir stellen nichts wieder her. Also ich kann zum Beispiel jetzt auch nochmal aus World of Warcraft berichten, da bin ich tatsächlich einmal gehackt worden. Hab dann den Support angeschrieben, hab gesagt, so und so, das fehlt mir alles, die und die Menge an Gold, die und die Sachen sind weg. Und das ist innerhalb kürzester Zeit wieder alles hergestellt worden. Das ist natürlich die Frage, wie würde da der Support dann drauf reagieren, wenn es zu sowas käme? Also hier weiß ich auch von der Person, die mir gesagt hat, die in meinem Alter ist, dass sie gehackt wurde, hat dann auch den Support geschrieben gehabt. Und die haben dann gefragt, okay, welche Pferde fehlen dir, auf welchem Level waren die? Und die haben dann tatsächlich die Pferde, die sie vom Namen her kannte, von der Rasse her und auf welchem Level die Pferde waren, haben sie ihr wieder hergestellt. Mhm. Ob das jetzt der Regelfall ist, das weiß ich allerdings nicht. Uns hatten auch ein paar geschrieben, die eben gesagt haben, dass der SSO-Support dann sehr pumpig reagiert. Das Problem ist halt, wir haben dafür natürlich keine Beweise, ja, weil das alles halt ein Hörensagen ist. Also man hat sowohl das eine gehört als auch das andere. Einige hatten eben gesagt, dass der Support sehr, sehr schnell reagiert hat und auch sehr freundlich, jedes Mal bei Kontaktaufnahme. Aber man hat auch genau das Gegenteil gehört. Und da würde mich eben auch wirklich interessieren, wenn ihr damit schon zu tun gehabt habt, auch mit dem Support in dem Bereich, würde mich einfach persönlich interessieren, wie eure Erfahrungen da waren. Also ob da wirklich eine Hilfe kam, wie schnell das gewesen ist und auch eben, ob das dann zu eurer Zufriedenstellung eben auch war. Mhm. Vielleicht wäre es auch ganz interessant, welcher Support euch geschrieben hat. Die schreiben ja immer drunter Katharina, Marc oder sonstiges. Oder Andrea. Da gibt es nämlich auch riesengroße Unterschiede, vor allen Dingen bei Andrea. das wäre auch ziemlich interessant für mich, mit wem ihr einen richtig guten Kontakt hattet, mit welchem Support ihr richtig das Gefühl hattet, der nimmt euch ernst und ja, beherzigt euer Problem. Würde mich persönlich interessieren. In die Mails reinschreiben, bitte, in die Support-Mails, bitte nur Support von dem und dem. Zu Händen, Support-Mitarbeiter so und so. Ja, da werden die sich dann super auch wundern, ja, da kriegt am Ende nur noch der eine alle Mails und weiß nicht warum, aber irgendwo wollen die alle nicht haben. Also ich muss sagen, als ich anfangs im Support geschrieben habe, hatte ich immer einen Mann, der mir geantwortet hat. Ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber ihr habtet zu der Zeit immer schon über den Support so gemeckert und meintet, das wäre total scheiße. Du meinst über Andrea? Ja, genau. Da hatte ich mit ihr noch gar keinen Kontakt gehabt. Ich hatte jedes Mal diesen Mann halt und der war sehr freundlich und alles und hat immer geholfen. Ich denke mal, das kommt immer auf die Mitarbeiter an. Eine hat halt dauerhaft schlechte Laune, keine Ahnung. Oder findet Copy und Paste einfach schön. Ja. Ich habe einmal bei einem Support in der Früh angerufen, jetzt mal nicht bei SSO, und dann hat die auch am Anfang direkt in der Früh mich richtig zur Sau gemacht. Ja, anscheinend war die wirklich noch nicht ganz wach. Hat mich echt übelst beleidigt. Das kann aber nur ein Anbieter sein. Ich habe nicht gesagt, dass ich bei der Telefongesellschaft angerufen habe. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, das war nicht ein Telefonanbieter, aber das würde jetzt auch zu weit führen, wenn ich das überlege. Aber ich habe da auch schon wirklich sehr gemischte Sachen erlebt teilweise und gerade bei denen, die eben über einen externen Anbieter ihren Support laufen lassen. Es gibt ja genügend, die das outsourcen und gerade wenn es outgesourced ist, ist es den Leuten meistens recht egal, was damit gemacht wird. Hauptsache, die Kunden werden halt irgendwie betreut. Also da habe ich schon viele schlechte Erfahrungen gemacht, wenn du dann in einem Callcenter anrufst. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, das ist bei SSO auch so, weil ich wüsste jetzt nicht, dass es eine deutsche Anschrift für SSO gäbe. Mir fällt da persönlich nur die direkte Anschrift in Stockholm ein. Genau, die Anschrift in Stockholm ist sehr bekannt, aber für Deutschland gibt es selber anscheinend keine. Da hatten wir ja wir drei besonders nachgeforscht mal. Und was auch interessant ist, oder eher traurig ist, wenn man genauere Fragen stellt zu SSO, was den Spielinhalt angeht,
und die dann keine Copy-Paste-Antwort dafür finden, sagen die einem wirklich, nachdem man 2-3 Mal nachgefragt hat, darüber können wir ihnen keine Auskunft geben, wir werden das weiterleiten, damit das demnächst dann genauer da steht oder ähnliches. Oder das Allerschlimmste, was ich mal hatte, ist, dass sie mir tatsächlich auf meine Frage hin gesagt haben, guck doch mal auf dieser Seite, da steht alles über SSO und das war die SSO-Hilfeseite, wo ich mir denke, okay, das ist echt traurig, weil die SSO-Hilfeseite ist etwas Freiwilliges von 2 Mädels und die haben absolut nichts mit dem SSO-Team zu tun. Und warum postet ihr mir jetzt deren Seite? Ja, die Seite ist hilfreich, aber ich will doch was Offizielles von SSO. Ja. Das ist doch... Jetzt wissen wir, wo der deutsche SSO-Support seine Informationen herbezieht. Oh Gott, das ist traurig. Oh. Ach, schön. Ja, das wäre echt traurig, ja. Gut, dann würde ich aber auch sagen, vielen Dank euch dreien fürs Mitmachen. Danke, dass wir mitmachen durften. Ja, gerne. Ich mach das mal ungern alleine. Ich freue mich immer, wenn ich da so Gesprächsrunden habe. Gerade bei solchen Themen ist es immer ganz angenehm, auch da verschiedene Ansichten und Meinungen auch zu hören. Und genau das würde mich oder auch uns definitiv mal interessieren. Was habt ihr in der Beziehung für Erfahrungen gemacht? Was habt ihr da selber schon mitbekommen? Und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Und dann gucken wir mal, worum es am Morgen geht. Bis Wiedersehen. Au, schau. Tschüss. Tschüss. Habe ich gerade voll ins Wort gesprochen, sorry. kein Ding. Okay. Kannst auch noch drin lassen. Ja, das bleibt alles noch drin. Okay. Was? Sorry. Ich kann das echt noch drin lassen, ich finde das gut. So ein Fail am Anfang. Jetzt will ich mich voll, ich kann voll ins Wort gehen. Mach doch einen Remix draus. Jetzt habe ich Kadi voll ins Wort gefallen. So, okay. Aber damit verabschieden wir uns ja wirklich für heute. Macht's gut. Was? Hast du noch drin gelassen? Ja. Bis morgen. Tschüss. Was? Das hast du auch noch drin gelassen? Ja. So, jetzt aber. Echt? Bis morgen. Oh, verdammt.